Es war ein typischer Sommer für unser Land. Der Regen fiel von Mai bis Oktober. Danach fiel er als Schnee. An Wochenenden waren die Niederschläge besonders ergiebig. Auch an Feiertagen, natürlich. Die übrige Zeit war es feucht und kalt. Die Landwirte waren glücklich und guter Hoffnung, bis das Korn auf dem Feld verfaulte und der Apfel am Baum. Die Reiseveranstalter hatten eine gute Saison, denn jeder, der es sich leisten konnte, floh in den Süden. Rimini, Palermo, Costa del Sol. Die Saison für andere Veranstaltungen war weniger günstig. Und besonders die Kunst hatte unter dem Wetter zu leiden. Niemand konnte zu dieser Stunde ahnen, dass dieser Regensommer auch sein Gutes haben würde. Denn die geistige Erlösung Hunderttausender, ihre seelische Befreiung und Verwirklichung, die Hinwendung zum Guten, zum Wahren und Schönen, zu einem Leben ohne Angst, voller Frieden, unter dem Zeichen der Liebe, dieses Wunder stand nun unmittelbar bevor. Zumindest für die, die daran glaubten. Zu jung und zu dumm, diese Chance zu erkennen, der Sprung ins Solofach. Ich hatte den Sarastro studiert und der Gastregisseur Bergheimer. Bergheimer. Machte mir Avance. Bergheimer kenne ich, war kurzzeitig Oberspielleiter in Paderborn. Stimmt, bevor er nach Koblenz ging. Schwer homosexuell. Und ich zu unerfahren und mit den Spielregeln des Opernbetriebs zu wenig vertraut. Viel zu jung für den Sarastro. Ich löste mein Engagement und flüchtete nach Bielefeld. Und ihren Sarastro holten sie sich aus der Provinz. Wo ist mein Garderobier? Muss ich denn alles selber machen? Wozu ist man Solist? Solist, wenn ich das nur höre. Nicht mal das tiefe G, Alter. Oben nichts, unten nichts, in der Mitte ein Loch. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wer macht denn die Knochenarbeit, während die Solisten sich auf ihren Lorbeeren ausruhen? Sehr richtig. Wer hat denn heute wieder durchgehalten, bis die halbe Aufführung vorbei war? Wem verdanken denn jetzt wieder alle wieder ihre Mäuse? Ja. Wir hätten laut Tarif ja bereits nach dem ersten Chorinsatz der Priester abbrechen können. Wo steckt übrigens der Neuenfels mit dem Geld? Stimmt! 4 Tage sind noch offen. Hier bin ich, da bin ich schon. Entschuldigen Sie. Guten Abend allerseits, die Herren. Entschuldigen Sie die Störung. Ist das alles privat oder befinden sich Gegenstände im Raum, die Eigentum der Konzertdirektion Sikorski sind? Sikorski. Das alles gehört Sikorski. Spiegel, Lampen und Kleiderständer. Auch die nassen Klamotten. Verbindlichsten Dank für die präzise Auskunft. Hier, halten Sie mal. So.
Ein Chorhemd. Ein Chorhemd. Ein Chorhemd. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich walte nur meines Amtes. Ich treibe die Vergnügungssteuer ein. Aber ich bitte Sie, eine klassische Oper ist doch kein Vergnügen. Da steht mir keine Meinung zu. Ich tue nur meine Pflicht. Aus, alles aus. Joachim, Joachim, Sikorski. Sikorski ist abgehauen. Mit der Abendkasse. Herr Neunt, wie viel war drin in der Kasse, in der Abendkasse? 280. Wir haben doch bloß ganze 35 Karten verkauft. 35? Bei 2000 Sitzplätzen? Gestern und vorgestern waren es noch weniger. Wir haben trotzdem unser Bestes gegeben. Wir geben immer unser Bestes, auch wenn Sie gar keine Karten verkaufen. Verzaubern, verzaubern. Verbindlichsten Dank und einen schönen Abend. Alles. Danke, danke. Auf Wiedersehen. In Paderborn müsste man sein. Bielefeld, Osnabrück. Mein Horoskop sagt für Herbst und Winter, nach einem Fiasko kommt der ganz große Durchbruch. In Koblenz, in Trier. Vielleicht gebe ich den Sarastro an der Metropolitan Opera in New York. Wer weiß, die Sterne stehen günstig wie nie zuvor. Und daran glaubst du? Ich habe Jupiter im Löwen. Müller-Strelitz. Heißen Sie beide? Ja, ja, mein Bruder ist Musiker. Ich bin der Sänger. Kein Arbeitslosengeld, tut mir leid, gilt für Sie beide. Zu unständig beschäftigt und zu kurz. Und das Unternehmen Sikorski hat ja seinen Sitz hier in Liechtenstein. Und wer ist nun der Chorsänger Joachim Müller-Strelitz? Opernsänger, Bassist, Basso Profondo. Ich habe, das nur als Beispiel, den Sarastro studiert, den Oberpriester in der Zauberflöte, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Und es waren nur widrige Umstände, die mich daran gehindert haben. Ja, ja, haben Sie irgendwelche konkreten Vorstellungen für Ihre berufliche Zukunft? Ja. Haben Sie irgendwelche Wünsche? Ja. Ein Engagement an der Met. Metropolitan Opera House, New York. Die Mailänder Scala tut's auch zur Not. Wir vermitteln nur im Inland. Ich bin auch mit Bielefeld, Paderborn, Osnabrück einverstanden. Nichts frei auf dem Sektor, tut mir leid. Weder hier noch anderswo. Und Sie? Wo er hingeht, da will auch ich hingehen. Im Übrigen, wir übernehmen alles. Ganz egal was. Wir sind vielseitig. Wir haben ja nichts anderes gelernt. Thank you.
solche Lehre nicht erfreun. Verdienet nicht ein Mensch zu sein, wen solche Lehre nicht erfreun. Verdienet nicht ein Mensch zu sein, wen solche Lehre nicht erfreun. Verdienet nicht ein Mensch zu sein, ein Mensch, ein Mensch zu sein. Danke, danke, danke. Der 60, der 70, für 20, für 30, für 40. Da erhalten die Staats-, Stadt- und Provinztheater, die Opernhäuser dieser Republik jährliche Zuschüsse von über 1,3 Milliarden Mark. Durchreisen Sängern zahlt die hiesige Oper bis zu 30.000 pro Abend und hier 4,40 Mark für die Arie des Rastro. Ach komm, nach dem Fiasko kommt unser großer Durchbruch. Mein großer Durchbruch. Nur wie tief muss man noch fallen? Was alles muss man erst erdulden, bis das Maß des Fiaskos endlich voll ist? Hier, hier, das ist die Wahrheit. Ja, die Wahrheit kenne ich selbst. Nein, das glaube ich dir nicht, Bruder. Du kannst sie ja gar nicht kennen, denn sie steht hier drin, hier. Hier steht auch alles über den Sinn des Lebens. Ich habe den Sarastro studiert. Ich weiß Bescheid. Du bist im Begriff, in das Reich des Friedens und des Glücks zu treten, Bruder. Der große Durchbruch nach dem Fiasko, ja, ja. Hier, ich schenke sie dir, die Wahrheit, Bruder. Nimm sie hin und geh in Frieden. Nimm. Hey, hey, ich hab dir was geschenkt. Schenk mir etwas zurück. Nein, du beleidigst mich. Schenk mir etwas von dir, von deinem Geld. Hey! In Indien, da hungern Kinder. Darben deine Brüder. Du mit deinem vollgefressenen Mann nimmst mein Buch. Hä? Hören Sie doch auf. Schieß sie davon, nimmst mir die Wahrheit. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Hey, so stehen bleiben, du. Fassen Sie mich nicht an. Verdammter Bastard. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Schieß mir das ein? Reich des Friedens und des Glücks. Du sollst stehen bleiben, du Lump. Du sollst mir Geld geben. Eine Unverschämtheit. Gib mir Geld, sag mal, kannst du nicht hören? Du ungläubiger Nichtsnutz. Ich rede mit dir über die Wahrheit. Über den Sinn des Lebens, über den Frieden, über die Liebe. Du verdammter Schwein, du hörst nicht dazu. Bist du zum Geizigen oder zum dummen Mensch? Totschlagen müssen. Ich totschlagen, damit du lernst, was Frieden und Liebe ist. Unglaublich, das lasse ich mir doch nicht. So sieht das denn. Wir haben einen festen Wohnsitz und sind über unsere Rechte als Staatsbürger aufgeklärt. Sigurd Kapellmann. Ich heiße Jagdish Singh. Das ist indisch vermutlich. Der Name wurde mir verliehen vom göttlichen Meister Mahaprabhu Bharasai. Wir sind seine Söhne, seine Gyanis. Verbunden mit ihm über Zeit und Ewigkeit und verpflichtet, seine Befehle der Liebe auszuführen. Und verprügeln friedliche Passanten, die sich ihrer Missionierung widersetzen. Frieden wird es erst geben, wenn sie alle tot sind, die sich seiner Liebe entziehen. Herr Joachim Müller, Strelitz. Ja, bitte hier. Sie lehnen das also ab, Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Sarastro, ich habe ihn studiert. In diesen heiligen Mauern, wo Mensch den Menschen liebt, kann kein Verräter lauern, weil man dem Feind vergibt. Wen solche Lehren
nicht, Freund, verdienet nicht, ein Mensch zu sein. Man kommt sich ja vor wie in der Oper. Die Verletzten und Geschädigten fühlen sich nach eigenem Urteil weder verletzt noch geschädigt. Komm, schreib. Ich habe, während Sie hier mit der Wahrheitsfindung beschäftigt waren, versucht, dieses Büchlein hier, dieses Geschenk zu studieren. Und ich habe festgestellt, mein Sarastro und sein Inder sind so weit voneinander nicht entfernt. Allerdings, Sarastros Sprache ist melodiöser, gewaltiger, klarer. Seine Ideen sind größer und einfacher. Seine Weisheit ist menschlicher, seine Liebe rein und wahrhaftig. Sarastro prüft die Menschen, aber er verdammt sie nicht. Er liebt auch die, die seine Liebe nicht erwidern. Und daher bitte ich für diese hier um Gnade und um Vergebung. Lasst sie ziehen dahin in Frieden. Hey, ich hab doch gewusst, dass wir Brüder sind. Wir alle sind Brüder. Hey, Bruder, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr über deinen Sarastro. Erzählen, Sarastro muss man erleben, man muss ihn hören. Was gibt's denn? Wollt ihr unseren Ashram sehen? Unseren Tempelraum? Wir laden euch ein. Komm mit, wir essen gemeinsam. Unsere Mädchen haben gekocht. Mädchen haben gekocht? Sollten wir sie nicht warten lassen? Wir haben Gäste. Das ist Pravin, die duftende Weisheit. Kashans Puspa, die gläserne Blume. Urbashi, der wiedergeborene Engel. Die Kleine da, die hat noch keinen Namen. Unser göttlicher Meister Mahabrabhu Barasai hat uns diese Mädchen geschickt als unsere Sklavinnen. Und um unsere Keuschheit ständig auf die Probe zu stellen. Diese beiden hier glauben an einen mächtigen Guru, der sich Sarastro nennt. Seine Ideen, sagen sie, seien größer und einfacher als die Mahabrabhus. Das ist doch schwachsinnig, sowas. So bringst du die beiden mit? Mahabrabhu Barasai schreibt, strebt stets nach dem Größten und Einfachsten. Und er fordert uns auf, unseren rechten Glauben stets aufs Neue zu prüfen und auf die Probe zu stellen. Er lehrt uns, für unseren rechten Glauben zu kämpfen. Wir haben gekämpft. Sarastro war stärker. Wenn du die, die falsche Götter anbeten, nicht vernichten kannst, dann lehre sie den rechten Glauben im Zeichen der Liebe. Du siehst, sie sind hier. Ich habe sie mitgebracht. Kommt, kommt, geht ins Haus. Es sei das eure. Naresh, 64,35 Mark. 98,20. Dev, 98,20. 74,30. Jotti, 74,30 Mark. 28,55 Mark. Sanka, 28,55 Mark. 33,50 Mark. Bin da, 33,50 Mark. 78,30. Rhein, 78,30. 72 Mark. Ranje, 72 Mark. 116,80. Ashwini. Oh. 116,80 Mark. 89,80 Mark. Bomkesh, 89,80 Mark. 24,30. Kamal, 24,30. 103,80 Mark. Marubai, 103,08 Mark. Und ich selbst, Jagdisch, der Bratan Kanister, 69,40 Mark. Ashwini, komm her. Du bist Sieger. Du bist der Naft Pravin des heutigen Tages, der Hochgesalbte. Mahaprabhu hat dich lieb. Herrlicher, gottgleicher Lotus Ishvara Chacha. Hier legen wir dir den heutigen Tag auf den Altar.
verzeih, dass es weniger ist als sonst. Aber wir konnten unser Temperament nicht zügeln. Wir haben für deine Liebe gekämpft und bekamen Schwierigkeiten mit der Polizei. Hier ist Ashwini, den du heute besonders liebst. Du hast ihn in deinem Namen die Herzen der Menschen erfolgreicher öffnen lassen. Hast unter seinen Augen die Quellen der Almosen reicher sprudeln lassen. Wir danken dir. Kamal, Kamal, komm her. Hier ist unser Bruder Kamal. Verzeih ihm, dass er den heutigen Tag vergeudet hat. Er ist deiner Gnade nicht würdig. Kommt, kommt her. Was? Wir? Ja, kommt. Herrlicher, gottgleicher Lotus Ishvara Chacha. Hier haben wir dir zwei Brüder mitgebracht. Liebe sie so, wie du uns liebst, auf dass sie dich begreifen. Wir versammeln uns zum Essen. Komm. Makrobiotische Körner. Wir mahlen sie selbst. So bleiben wir im Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Im Sommer haben wir dazu selbstgezogenes Gemüse und Wasser aus dem eigenen Brunnen. Aber die Quelle ist zugefroren. Nein, nein, noch nicht. Wir leben hier in Askese, in keuscher Enthaltsamkeit. Weihen unsere Tage Mahaprabhu Barasai, der uns liebt. Wir singen und meditieren und beten, beten für das Gute und für den Frieden in der Welt. Früher, da waren wir arm an Liebe, aber reich an Gütern. Wir stammen alle aus vermögenden Familien, die verdammt sind und verloren. Aber wir sind auserwählt. Durch die Liebe Mahaprabhus, durch die Liebe Mahaprabhus, die hat uns erlöst. Ja, früher waren wir unglücklich. Jetzt sind wir glücklich. So einfach ist die Lehre Mahaprabhus. Jetzt sind wir arm. Bettelarm, aber reich an Liebe. Und das Geld? Welches Geld? Die Tageseinnahmen auf dem Altar. Das gehört Mahaprabhu Barasai. Aha. Was macht er damit? Er tut Gutes. Natürlich. Wir schicken es nach Frankfurt, zur Zentrale. Tag um Tag. Und die leiten es weiter nach New York, zum Thron des herrlichen, gottgleichen Lotus, zu Mahaprabhu Barasai. Dem großen Meister und Helfer, Tag um Tag, von Tausenden und Tausenden Ashrams, ein gewaltiges Zeichen der Liebe und als Waffe für den Frieden. Und wovon lebt ihr? Die Zentrale schickt uns, was wir brauchen, aber wir brauchen nicht viel. Wir leben von der Liebe zu Mahaprabhu und von seiner Liebe, die uns kleidet, nährt und wärmt. Aha. Darum ist hier nicht geheizt. Sarastro liebt die Menschen auch. Aber er will nicht Unterwerfung und Askese. Er will nicht, dass ihr hungert und friert. Er will das Glück. Er will, dass sich die Menschen wohlfühlen in ihrem Glück und keine Angst mehr haben. Habt ihr Angst? Ja. Dass sich Mahaprabhu von uns abwenden könnte, dass seine Liebe zu uns versiegt. Wir warten auf ihn täglich. Wir beten, dass er zu uns kommt, leibhaftig, dass er in unsere Mitte tritt und uns segnet. Aber vielleicht wird er niemals kommen. Ja. Ja, davor haben wir Angst. Sarastro ist bereits unter euch, durch mich. Zumindest wird er kommen, wenn ich es ihm sage und die Zeit reif ist für sein Erscheinen. Dann wird er leibhaftig unter uns sein. Wir meditieren. Thank you.
nur 10. Ich hab noch viel Zeit. Dieser Kälte, nichts im Magen. Du hättest nicht singen sollen. Wenn ich nicht gesungen hätte, säßen wir immer noch dort in der Kälte, im Lotussitz auf dem nackten Boden. Die Welt ist voller Narren. Ja, mit dieser Tatsache müssen wir leben. Diese Verrückte, Wahnsinnige. Aber sie haben Erfolg. Über 800 Mark für eine Ärmelinszenierung. Ein indischer Gott in New York, der schweigt und kassiert. Vielleicht ist die Zeit für ein Sarastro vorbei. Mozart hat keinen Markt mehr ohne Subvention. Vielleicht müssen wir umdenken, umlernen. Für die Illusion von ein bisschen Liebe und Geborgenheit, da lassen die sich ausbeuten, hungern, frieren. Tja, träumen von Indien. Indien macht Neurosen erst schön. Ewiger Sommer, Palme. In jeder Straßenecke ein weiser Gott, der den Sinn des Lebens verkündet. Heilige Kühe grasen am Strand des Meeres und blicken dich an mit großen, verträumten Augen. Überall Liebe, Friede und Wärme. Wenn ich noch lange in dieser Kälte stehe, werde ich meine Stimme verlieren. Der Bus. Nein, zu früh, wir haben noch viel Zeit. Das ist doch ganz egal, wer da kommt. Die werden ihn stoppen. Vielleicht nimmt er uns mit. Wir haben uns für euren Sarastro entschieden. Wir sind ausgezogen. Habt ihr noch Platz in eurem Ashram? Hier, die 843 Mark 15 für Sarastro. Schließ auf. Aber du sprichst mit dir. Natürlich. Herr Müller-Strelitz, ich habe auf Sie gewartet. Genau genommen warte ich seit 3 Monaten. Kommen also bei Sie. Aller Liebe für Ihre Kunst. Frau Gammermeier, kommen Sie, wir erledigen das Geschäft hier sofort. Die Miete, Frau Gammermeier, November, Dezember, Januar. Sie haben nichts gegen Kleingeld, hoffen. Wenn Sie bitte nachzählen. Was ist denn das? Freunde, wir proben eine große und spektakuläre Opernaufführung, die ich inszenieren werde. Schön für Sie, Herr Müller-Strelitz, da können Sie sich endlich verwirklichen. Das hat mir meine Darstellung des Sarastro eingebracht. Wie viele waren denn das? Ich denke, 12. Aber es sind doch keine Damen dabei. Nein, keine Damen, Gott sei Dank. Oh. Sie meditieren schon wieder? Sie versuchen zu schlafen. Die Kälte, der Hunger. Hunger. Frau Gallagher, ich brauche Ihre Hilfe. Ein Kasten Bier und 2 Dutzend belegte Brote. Heute Abend noch? Sofort. Glauben Sie, dass das reicht? Lassen Sie nur. Ich lege es aus. Nein, nein. Frau Gallermeier, ab heute zahle ich bar. Erinnerst du dich an Bad Herrenhausen? An die Freilichtbühne im Schlosshof? Weiß Gott. Die liegt jetzt im Schnee. Der Westflügel steht leer im Winter. Das Kulissenlager, die Schminkräume für den Chor. Das wäre ein Ashram. Das kostet doch ein Vermögen. Wenn die hier fleißig sind und unermüdlich in ihrer Liebe und Verehrung zu Sarastro. Bleibt im Wagen. Na, nun. Wieso? Sie geben den Othello.
Ich gebe gar nichts. Ich komme wegen des Westflügels. Er ist vermietet. Oh, das ist dumm. Ja, an mich. Ich verstehe. Sehr peinlich. Ich komme von weit. Darf ich hereinkommen? Mein Atelier. Ich kenne den Raum. Oh. Das ist Cindy. Hi. Angenehm. Nur schräg. Hier mein Bruder. Zu dumm. Der Raum hätte genau die Dimension. Was zahlen Sie Miete, darf ich fragen? 400 ohne Heizung im Monat. Natürlich. Ich zahle Ihnen 800, wenn Sie weitervermieten an mich. Wozu? Sie können auch mitspielen, mitwirken. Wobei? Sie sind einverstanden, nicht wahr? Womit? Dass wir hier einziehen. Eine seriöse, nicht unvermögende Religionsgemeinschaft auf der Basis östlicher transzendentaler Tradition. Östliche transzendentaler Tradition. Ach ja. Ach ja, sollen hereinkommen. Sollen hereinkommen. Sind Sie teuer, erstmal? Weiß ich nicht, ich habe noch keine Erfahrung. Im Verkauf? Ich habe gerade erst angefangen. Ich verstehe. Wir brauchen ein Bild. Das ist vertraulich, ein Porträt. Sehr groß, sehr naturalistisch. Liegt Ihnen das? Ich versuche mein Bestes. Von Ihnen? Nein, von Sarastro. Einem indischen Guru. Verstehen Sie? Einem Heiligen, einem Gott. Nach Foto? Sie müssen ihn erfinden. Los, Cindy. Sieh dir was an. Hier ziehen fromme Männer ein. Monks. Ha. Das Innehalten und das Lauschen bringt uns dem Sinn des Lebens näher. Nein, auch das Schreiten, das Sichergehen, das tiefe Atemholen in der frischen, freien Luft. Das Einswerden mit der Natur, mit dem ganzen Kosmos, geschieht durch das Atmen. Damit sind wir geistig und materiell verbunden mit dem uns umgebenden Äther. Wir sammeln Kräfte, das Blut wird erfrischter Geist, Fantasie, Muskulatur, schließlich die Stimme. Der Ring schließt sich. Atmen wir mit der Stimme im Vorwärtsschreiten. Na, 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 na. Das Zwerchfell als den Sitz der Seele betrachten. Hier endet der Atem, hier beginnt die Stimme. Mama, 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 der Lungenfeger. A tempo einatmen durch die Nase. A tempo ausatmen auf. Nervosität,
Kleinmut und Angst verschwinden mit jedem tiefen, bewussten Atemzug. Wer Angst hat, atmet flach. Pflegt euren Atem, wenn euch Angst überfällt oder Wut oder Hass. Und der Frieden wird einkehren in euch. Ohne Atempflege kein Weltfrieden. Wir atmen tief, ohne Angst. 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 Atmet, lernt zu atmen, wie Sarastro es euch lehrt, und ihr werdet frei sein von Angst. Bö, 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 bö. Bö, 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 bö. Zufrieden? Ich denke schon. Sie müssen sich entscheiden. Ich weiß, das wird schwierig. Ah. Groß genug? Größe ist vermutlich schwer. Unmöglich. Ich bekomme die Bille jetzt schon nicht mehr durch die Tür. Hm. Ja. Also? Das ist die Frage. Voll an Weisheit, aber kalt. Mhm. Autoritär und kalt. Mhm. Hier voller Güte. Federliche, gütige Augen. Ne? Mhm. Und hier. Dynamisch, jung. Der Jüngste in der Reihe. Kraftvoll und dynamisch. Ein Selbstporträt. Check this one. He's a man. Cindy, verschwinde. Ha? Sanft. Sanftmutig und aus einer anderen Welt. Und hier. Clever. Ein gescheiter, gerissener Mann. Ein Unternehmertalent. Ein Manager. Der Heilige des Kapitals. Ha? Geben Sie der Nummer 4. Gütigere Augen, mehr Farbe und hier auf der Nasenwurzel die Falte der Autorität. Okay, Sie bezahlen. Ach, Samuel. Ja? Wissen Sie, wie ein indischer Tempel aussieht? Das kann ich auch erfinden. Mit dem Thron des Oberpriesters, mit Baldachin, Treppen, Schirm, Blumen, Pfauenfedern. Kennen Sie Aida? Das war, glaube ich, Ägypten, ja? Dann bauen Sie mir Ägypten, den Tempel des Ramphis. Oder besser, eine Mischung zwischen Mozart und Verdi mit einem Schuss Tiger von Eschnapur, hier in die große Halle. Im Hof stehen die Reste von Operndekorationen, Zauberflöte, Barbier von Sevilla, Parsifal. Noch ein Auftrag? Fangen Sie an. Sie haben 3 Tage Zeit. Okay. Es wird Zeit. Eine große Überraschung wartet auf uns. Geht hinein. Wenn man dich so hört, so überzeugend. Ich hätte es mir nie glauben wollen, aber ich habe meinen Sarastro wirklich studiert. Seht nur! Seht, wie schön! Wir atmen tief, ohne Angst. 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 Wir atmen tief. Bewundernswert.
Ich bin überrascht und danke euch von ganzem Herzen. Kein Problem. Ich habe früher Musicals ausgestattet. Musicals wo? New York City. Ausgestattet und inszeniert. Fantastisch. Musicals der Broadway. Oh, no, no, no. Nicht am Broadway. In Harlem, in College. Ohne Angst. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kommt zu euch, wenn sein Reich hier in diesem Land groß genug geworden ist, wenn ihr alle seine Lehren hinausgetragen habt unter die Menschen, wenn alle frei geworden sind von Angst und Bedrückung, wenn das Reich des Glücks angebrochen ist, dann kommt Sarastro zu euch. Komm her, Jaktisch. Du behältst deinen Namen, den ein großer, weiser Mann dir verliehen hat, der es wert wäre, ein Schüler Sarastros genannt zu werden. Was empfindest du, Jaktisch? Ich bin voll von Glück. Jaktisch, die Tage und Wochen der großen Prüfungen sind zu Ende, auch die Tage der Verschwiegenheit. Ihr alle in unserem Weisheitstempel eingeweihte Diener Sarastro. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass unsere heutige Versammlung eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Sarastro lässt uns wissen, dass Glück und Frieden nur dort ihren Einzug halten, wo seine Worte und Lehren bekannt sind und beherzigt werden. Kommt alle her. Von nun an seid ihr nicht mehr Lernende, sondern lehrende Diener Sarastros. Geht hinaus, sucht die Leidenden, die Bedrückten, die Armseligen, die Sarastros Liebe und seine Lehren brauchen, um zu genesen. Lehrt sie frei zu atmen und ihre Seele zu befreien. Nehmt, wenn man euch gibt, wie ihr das gelernt habt, um Sarastros Ansehen zu stärken zum Wohle des Friedens, zum Wohle der Menschheit. Doch nun zu dir, Bruder Jaktisch. Sei mein Sohn und Vertreter, sei der eingeweihte Sarastro, sei der Sprecher und Führer, wenn dieser mein Platz hier leer steht. Spare nicht mit Lob und nicht mit Tadel, sei streng und gütig wie Sarastro und baue mit am Reich des Glückes und des Friedens. Steh auf, mein Sohn, ziehe von dannen mit deiner Schar, vollziehe dein heiliges Amt und lehre die Welt, Sarastros Weisheit zu erkennen. Wieso er und nicht ich? Weil sie hier stören, alle stören. Deine Mönche, deine Diener? Dann kommt er nicht mehr zum Denken. Und ich störe nicht? Nein. Und nichts zu tun? Doch, spiel du dein Cello und verwalte mein Vermögen. Du hast noch keins. Das wird sich ändern. Ich brauche viel Geld für einen großen Plan. Thank you.
los ist denn da mit den Neuen? Zwei, die sind viel zu früh. Sie können es kaum erwarten, mich zu sehen. Muss dabei sein, wenn man ihm die Sparbücher abnimmt und das Bargeld und die Schätze. Wie viel war es diesmal? Ach, das war eine schlechte Woche. Wenn das Wetter nicht mal besser wird und die Leute wieder auf die Straße gehen. Wie viel? 28.643,50. Ich werde Jagdtisch zur Verantwortung ziehen. Er muss durchgreifen. Sollen Sie bei diesem Wetter eben dorthin gehen, wohin die Menschen sich verkriechen? In die Häuser? Das ist gegen das Gesetz. Bettelei ist nur auf der Straße gestattet. Dann wird das Gesetz eben geändert. Sie betteln ja nicht für sich, sondern für einen großen Zweck. Komm, gehen wir. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Du predigst Liebe? Reine Liebe, ja. Aber ich zahle euch nicht fürs Rumpussieren. Das Publikum trifft bereits ein, füllt den Saal. Die Vorstellung beginnt in 20 Minuten. Der große Meister hat Lampenfieber, ja? Ich sag euch beiden was. Dieses Herumkommandieren schmeckt mir gar nicht. Diese stete Ehrfurcht vor jedem Furz seiner Erhabenheit. Ich habe keinen Respekt. Ihr seid unter Mittel. Wir könnten den Laden hier kaufen. Mein Mietvertrag mit der Stadt läuft noch 2 Jahre. Und ich habe Kündigungsschutz. Wenn mir mein Untermieter krumm kommt, dann fällt mir unter Umständen plötzlich wieder ein, wie der Kopf von eurem Gott Sarastro entstanden ist. Ist alles bereit, Bruder Jagdtisch? Es ist alles bereit, ehrwürdiger Meister. Hast du meine Gedanken zum heutigen Tag studiert? Ich habe sie erhalten und studiert. Du wirst 4 Minuten sprechen, dann kommt die Anbetung, der Chor der höchsten Verehrung, dann die Weihe der Novizen. Wie viel sind es diesmal? 132. Auch Mädchen dabei? 17. Verlege sie nach Kaufbeuren oder Ahrensburg, wenn die Zeremonie vorbei ist. Die Mädchen meine ich. Das Glück, Sarastro nahe zu sein, ist ein zu hohes Gut. Wir dürfen es nicht durch die Gefahr der Unkeuschheit in Frage stellen. Ihr könnt gehen, sagt mir Bescheid, wenn der Tempel bereit ist. Jagdtisch. Samuel macht mir Sorgen. Irgendetwas hindert ihn am rechten Glauben. Er ist ein Ketzer. Ich fürchte, du hast recht. Und ich fürchte, er wird uns Schwierigkeiten machen. Er behauptet allen Ernstes, das Bild Sarastros sei von seiner Hand. Das ist Gotteslästerung. Bruder Jagdtisch, oder was meinst du? Er ist ein Frevler, ein Ungläubiger. Er hat lediglich das Teuerste, was ich besaß, ein Bildnis Sarastros, ins Monumentale übertragen. Sarastro selbst hat ihm dabei die Hand geführt. Wir brauchen Samuel nicht mehr. Nein, die Vorstellung, die heilige Handlung läuft doch ohne ihn. Er wird verschwinden. Ja, schafft ihn mir aus den Augen. Behutsam und in aller Liebe. Mitsamt diesem Wald. Nein, nein, um Gottes Willen. Wir sind keine Rassisten. Wir lieben alle gleich welcher Hautfarbe. Und unsere schwarze Priesterin ganz besonders. Das harte Schicksal ihres Gefährten, den wir verstoßen werden, wird dir eine Lehre sein. Ja, so werden wir das machen, Bruder Jagdtisch. Gut, gut. Der Tempel ist bereit, ehrwürdiger Meister. Auch ich bin bereit.
zu Sarast und zu unserem erhabenen Meister, seinem Verkünder und Zeugen. Füllt unsere Herzen aus, unser Urwille nach Licht und Liebe. Hier wird er gestillt. Hier herrscht das Reich des Friedens und des Glücks. Wir leben in einer Weltenwende. Das Alte ist überholt. Das Neue zu schaffen sind wir angetreten. Aufgerufen von Sarastros Weisheit, seiner Güte, seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe zu uns. Die Zeit des Zwielichts geht vorüber. 12 Täler liegen hinter uns. 12 Nächte haben wir gebetet. 12 Tage gefastet. 12 Ursünden haben wir abgeschworen. 12 Demütigungen haben wir auf uns genommen. Jetzt knien wir hier vor dir, erhabener Meister. Schenke uns nun die verheißenen 12 Glückseligkeiten, die 12 reinen Erkenntnisse, die 12 reinen Freuden. Lehre uns die 12 reinen Laute, die Töne des Glücks, den tiefen, reinen Atem, der die Angst von uns nimmt. Wir atmen tief, ohne Angst. 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 Mitgift der Novizen, Sparbücher, wir haben schon alle Vollmachten. 87.300, Bargeld 2.450, zwei Schecks 10.000 und 3.500. Ein Sohn hat seine Eltern erpresst und uns das Reihenhaus überschrieben. Gut. Ich antworte aus New York. Was verlangt die Metropolitan Opera? Miete für einen Galaabend komplett, inklusive Orchester und technisches Personal, Chor und Solisten, außer meiner Partie natürlich. Wir sind noch am Verhandeln. Aber die Mailänder Skala hat sich gemeldet. Eine Woche im August kostet 750 Millionen Lire. Wie steht da der Kurs? Das Problem in Italien sind die ewigen Streiks. Wir haben Zeit. Wir atmen tief, ohne Angst. Wir atmen tief, ohne Angst. Samuel. Samuel. Sarastro dienen heißt dem Menschen dienen, heißt auch allen Nöten der Mitmenschen abhelfen, heißt mit dienender Güte, mit Milde, Reife und Weisheit der Glücksbotschaft folgen. Seid wahrhaftig, seid vertrauenswürdig, seid mäßig und keusch. Wenn ihr das Gesetz kennt und bereit seid, es zu befolgen, tretet vor und huldigt dem erhabenen Meister im Namen Sarastro und empfangt das Zeichen und den Segen als seine verschworenen Diener. Kommt im Zeichen der Liebe. Kommt, tretet näher im Zeichen der Liebe. Tretet näher, Zeichen der Liebe. Hier, hier ist sie. Was wollt ihr denn, hä?
guys are crazy. Hör auf! Was soll das? Hey! Nein! Nein! Ihr seid nun ein Teil unserer großen Gemeinde des Glücks. Ihr habt euch im reinen Glauben an Sarastro und seine Weisheit in meine Hände begeben, und ich werde euch von nun an beschützen, werde euch leiten, werde mich um euch sorgen und euch lieben. Und ihr werdet mich wieder lieben, bedingungslos wieder lieben, denn ihr seid nun ein Teil von mir, ich bin ein Teil von euch. Ihr seid in mir, ich bin in euch. Wir sind ein Ganzes geworden, stark, unabhängig, fähig und bereit, eine neue, bessere Welt zu errichten, in der wir leben können ohne Angst, in der wir uns entfalten können ohne Behinderung durch andere, ohne Hass, ohne Missgunst, ohne Neid, ohne Intrigen. Wir sind zu hohem berufen, denn wir stammen aus dem Reich des Lichts. Und dieses Licht wollen wir entzünden in diesem Tal der Finsternis. Sarastro, gib uns die Kraft und die Beharrlichkeit. Sarastro, gib uns den reinen, tiefen Atem. Atmen tief, ohne Angst. Everybody say yeah, 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 yeah. Meister, wir leben für dich und wir sterben für dich. Auf einem Wink deiner Hände sind wir bereit, die Welt niederzubrennen und sie neu erstehen zu lassen. Denn es wird, wie Sarastro sagt, eine bessere Welt sein, in der es für Ungläubige und Feinde, ja, aber auch für Laue und Lasche, kein Platz sein wird. Denn es wird eine Welt sein des Friedens, der Liebe und des Glücks. Besuch für Sie, Herr Müller-Strelitz. Wachsmuth, Rechtsanwalt. Ehrwürdiger Meister, ich darf mich legitimieren. Tja, eine dumme Geschichte, ehrwürdiger Meister. Dumme Geschichte? Der tragische Tod eines Menschen, an dem ich absolut unschuldig bin. Ich habe Kaution beantragt. Sie wird sehr hoch ausfallen, aber ich hoffe, wir kommen durch. Es geht schließlich um sehr viel Geld. Um sehr viel Geld? Es geht um Mord. Ach, der Selbstmord dieses Farbigen, im religiösen Wahn, das ist längst geregelt und vom Tisch. Interessiert außer der Presse absolut niemand. Es geht um Steuerhinterziehung, ehrwürdiger Meister. Steuer? Waren ehrwürdiger Meister in der Tat so naiv anzunehmen, dass sich dieser Staat an den ordentlichen und außerordentlichen Einkünften des Erlösungswerkes nicht beteiligen will? Es geht um 2,5 Millionen vorläufig. Ich hätte den Überblick verloren. Man kann nicht alles, ehrwürdiger Meister. Gläubige Seelen beherrschen und den Mammon. Was schlagen Sie vor, Doktor? Dass ich mich in Zukunft um die gesamten Finanzen kümmere, in voller und alleiniger Verantwortung.
Darf ich daher Ihr Rückenmeister bitten, die vorbereiteten Vollmachten hier und hier, das genügt. Damit sind, ehrwürdiger Meister, eine große Sorge los, mein Glückwunsch. Außerdem das Dringlichste und Wichtigste, Verlegung des zentralen Sitzes eurer Gemeinschaft unter der Lotusblüte. Danke. Daran denke ich schon lange. Die räumliche Beengung, die berechtigten Forderungen nach mehr Repräsentation hier, Schloss Herrenchiemsee, Linderhof, Neuschwanstein, ich verhandle bereits mit dem bayerischen Staat. Ich dachte eher an Liechtenstein oder die Bahamas, der Steuergesetze wegen. Ich bezweifle, dass die von Ihnen genannten Orte über qualifizierte Opernhäuser verfügen. Ja, weshalb zum Teufel Opernhäuser, ehrwürdiger Meister? Und nehmt mir nicht meinen Traum. Es kämen auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika in Betracht. New York, die Metropolitan Opera. Und absolute Steuerfreiheit für alle religiösen Gemeinschaften. Nur wer in New York Erfolg hat, hat wirklichen Erfolg in dieser Welt. Geduld, ehrwürdiger Meister. Jetzt heißt es erst, die anstehende Gerichtsverhandlung diskret und erfolgreich über die Runden zu bringen. Die letzten Kontostände, ehrwürdiger Meister der Banken, hier und in der Schweiz. Sehr schön, sehr tüchtig, unsere Kinder und Brüder. Bestand unserer Mitglieder vom Quartalsultimo. Das ist Europa, allerdings ohne Ostblock. Sarastro hat es nicht nötig, sich in das Territorium fremder Götter zu begeben. Und hier USA. Die ersten bescheidenen Erfolge. Die Konkurrenz jenseits des Atlantik ist mörderisch. Amerika, das nächste große Ziel unserer Aktivitäten. Ich werde einen Jumbo mieten. Bruder Jaktisch wird mir die 350 tüchtigsten Sammler und Werber auswählen. Mit ihnen werde ich die neue Welt erobern. Fahren Sie los. Thank you.
für Liebe und Glück und Frieden durch diesen Kontinent. Mobilisiert die Massen! Hunderttausende, Millionen sollen euch nachfolgen, sollen euren Weg begleiten. Dieser lange Marsch wird in die Geschichte der Menschheit eingehen. Bruder Jagdisch wird euch führen. Geht nach Westen, an den Ufern des Pazifik werde ich euch erwarten, zusammen mit Sarastro, denn er wird kommen! Der Welt. Jedes Theater der Welt ist käuflich. Natürlich kannst du eine Vorstellung mieten, aber nur komplett. Singen kannst du hier nicht, das ist wegen der Gewerkschaft. Hast du gesagt, wer ich bin? Sie verehren dich als Gott, wenn es verlangt wird, aber nicht als Sänger. Verdammt, war denn alles vergeblich. Ich habe mir geschworen, ich gebe den Sarastro auf der Bühne der Mitte, deshalb bin ich hier. Was kostet der Schuppen? Sie verkaufen auch nicht. Nicht einmal für harte D-Mark, was töricht ist. Besorg uns Karten! Für heute Abend? Lache bei Jazza? Für jetzt sofort! Führung durch das Haus für Besucher! Okay! Tienen ustedes las cuerdas, que son las que se encargan de subir y bajar la decoración del escenario. Ist der Schnürboden. Da oben hat es 105 Züge. Mit diesen Zügen kann man Dekorationen runterlassen oder wieder aufziehen. Ich habe 19 Meter. Und die Höhe ist 146 Feet, etwa 50 Meter. Ich habe die Höhe der Ohrdogen zu ziehen. Ich habe die Höhe der Ohrdogen zu ziehen. Ich habe die Höhe der Ohrdogen zu ziehen. Die Dekorationen aufgehängt sind auf 145 Grad. 105 Züge sind es von the front of the stage to the very back. In diesen Heidenhallen kennt man die Rache nicht und ist ein Mensch gefallen. Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt an Freundes Hand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt an Freundes Hand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt an Freundes Hand.
Wie weit ist es noch? 3000 Meilen. Und wie lang ist eine Meile? 2000 Schritte. Das sind ja 6 Millionen. Du siehst, das ist ein kleiner, armseliger Beweis für deine Liebe zu Sarastro. Er wird vor uns stehen, leuchtend, rein, voller Liebe und Güte. Er wird seine Hände heben und uns segnen. Er erwartet uns auf der Mitte der Golden Gate Brücke von San Francisco. Heute in 50 Tagen. Sie haben bei St. Louis den Mississippi überschritten. Sie erobern den Westen. Oh, zum Teufel mit Ihnen allen im Westen, im Osten. Ist euch nicht wohl, ehrwürdiger Meister? So wohl wie noch nie. Ich fühle mich geliebt, verehrt, gefürchtet. Ich bin der Prophet eines Gottes, der Millionen beherrscht. Ich bin reich. Ich habe mehr Konten auf internationalen Banken als mein lieber Bruder Haare auf der Brust. Ich weiß, ich konnte mit dir noch nie konkurrieren. Ja, weil du Höhenflüge nicht kennst, keine Träume hast. Ich habe mir einen Traum erfüllt. Für $2,50 in der Met. Mehr war der ganze Aufwand nicht wert, der ganze Wahnsinn. $2,50. Aber jetzt ist Schluss. Aus. Lasst mich in Frieden. Was schaut ihr mich so an? Ich habe immer Liebe gepredigt. Reine Liebe. Die Liebe eines Heiligen ist rein. Ehrwürdiger Meister, wann kommt Sarastro? Ich fürchte, er wird nicht kommen. Sie marschieren. Marschieren auf euren Befehl. Und wenn sie den Pazifik erreichen, die Golden Gate Brücke von San Francisco und Sarastro ist nicht zur Stelle, bricht Wall Street zusammen. Ein Sturm der Enttäuschung, der Entrüstung. Niedergebrannte Städte, entvölkerte Ashrams. Das Ende der Gemeinschaft unter der Lotusblüte. Ein schwarzer Freitag, Massenentlassungen. Not und Elend der Industrienationen. Eine internationale Krise. Wollt ihr das alles wirklich, ehrwürdiger Meister? Holt den großen Guru her, ich beschwöre euch, er muss kommen! Er kommt nicht, weil ich es nicht will. Ehrwürdiger Meister, ihr seid ein Monster. Ich bin ein Monster gewesen. Kein Monster mehr und kein Heiliger. Kein Prophet, kein Gott, kein ehrwürdiger Meister. Ich war immer in allem ein Dilettant. Ich habe mitgespielt, habe Ihnen Blabla beigebracht als metaphysisches Ritual. Mit Blabla wird die Welt regiert, werden Seelen gerettet. Was hilft es der Glaube, sonst nichts. Andere Propheten machen es nicht anders. Ich habe Sie in die Wüste geschickt. Quer durch diesen Kontinent. Ich hatte gehofft, ich wäre sie los. Sie haben durchgehalten bis hierher. Im Glauben an euch und im Glauben an die Ankunft Sarastros. Sie werden weiter marschieren. Und auf der Brücke von San Francisco werdet ihr den Millionen erklären müssen, warum Sarastro nicht erschienen ist. Weil die Vorstellung zu Ende ist, endgültig. Der Vorhang ist unten. Falsch. Jetzt beginnt der letzte Akt. Der große Guru kommt! Bruder Sebastian, du hörst es selbst. Der Ruf nach Sarastro ist unüberhörbar geworden. Schaff ihn her, diesen Sarastro! Immer ich. Und wo finde ich ihn? In Indien natürlich. Hier, er ist unter Tausenden. Leicht zu erkennen. Lieber Bruder, Indien ist ganz anders. Wo ich Einsamkeit, Ruhe und Frieden erwartet habe, überfällt mich Getümmel, Lärm und Hektik.
Unter den Millionen Menschen, die mich in den engen Straßen fast erdrücken, war bisher kein einziger heiliger Mann zu entdecken. Die, welche hier meditieren und auf Erlösung warten, sind ausschließlich kaputte, zivilisationsmüde Typen aus Frankfurt, München und New York. Aber solche haben wir ja bereits selbst in großer Zahl in unseren Ashrams. Doch gebe ich die Hoffnung nach einer Begegnung mit diesem Sarastro nicht auf und werde also weiterhin mit meinem Cello in der Hand, welches mir Trost und Hilfe ist und mich meine Verlorenheit inmitten dieser Massen vergessen lässt, diesen Kontinent durchwandern, von Stadt zu Stadt. Es grüßt dich, dein Bruder Sebastian. Es ist wirklich wahr. Gurus und heilige Männer leben in Indien tatsächlich zuhauf. Gewissermaßen wie Sand am Ufer des Ganges. Man muss sie nur zu finden wissen. Ich bin dort in ein Nest derselben geraten und lege dir 42 Porträts praktizierender Heiliger bei. Es sind fähige Leute darunter, die ihren Job bestens verstehen und auch ihren Preis durchaus kennen. Mein Angebot jedoch ausnahmslos zurückgewiesen haben. Ihre Erfahrungen mit diesen verstörten Neurotikern aus Europa und den USA, die Indien mit einer offenen Anstalt verwechseln, waren wohl sehr negativ. Da nun ohnehin keiner von denen mitspielt, kann es euch auch nicht weiter stören, dass in keinem einzigen Fall eine Ähnlichkeit mit unserem erfundenen Sarastro-Bildnis festzustellen ist. Ob ich noch etwas Passendes für euch finde, ist zweifelhaft, da ich nun selbst auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bin. Eine Tätigkeit, die mich und mein Cello voll gefangen nimmt. Es grüßt dich in Liebe, edler Bruder, dein Sebastian. Thank you.
ich noch etwas Passendes für euch finde, ist zweifelhaft, da ich nun selbst auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bin. Eine Tätigkeit, die mich und mein Cello voll gefangen nimmt. Es grüßt ihn, lieber edler Bruder, er ist schwachsinnig. Die Sonne, der Klimawechsel, er muss den Verstand verloren. 100.000, Sie sind auf der letzten Etappe. Und ich erfahre beiläufig die Wahrheit. Als Anwalt, als Justiziar der Gemeinschaft. Er wird einen finden. Er schreibt ja selbst, die Gurus leben in Indien so auf. Irgendeinen, der ihm ähnlich sieht. Bruder Jagdisch kabelt aus Sacramento noch 3 Tage. Sie erreichen die Brücke Mittwoch früh um 8 Uhr. Wir kabeln weiter das Ankunftsdatum an Sebastian. Blitztelegramm. Ja, wo ist er? In Kalkutta. Oh, Kalkutta. Bruder, ja. Du hast noch 48 Stunden Zeit. Stopp. Stunden. Keine Stunde länger. Stopp. So. Sarastro hat einzutreffen. Golden Gate, Mittwoch früh, 8 Uhr Pacific Time. Gleichgültig ob. Per Flug, per Schiff oder zu Fuß. Stopp. Special price for you. Ständischen Massen, die Heerscharen der Gläubigen, die uns lynchen werden, weil dieser verdammte Sarastro nicht zur Stelle ist. Oh, das ist ja die Katastrophe. Sarastro hat Hunderttausende erwartet. Sie sind unterwegs verloren gegangen. Wir haben verschwiegen, ehrwürdiger Meister, dass der Weg zu Sarastro unendlich lang. Wo ist er? Sarastro kommt, wenn sein Reich des Glücks groß und mächtig ist, nicht früher. Es wird ein Chaos werden. Es ist ein Chaos. Ehrwürdiger Meister, wir sind ruiniert. Wir besitzen Millionen, genug für einen Lebensabend ohne Sorgen. Die Gemeinschaft unter der Lotusblüte wird liquidiert. Die Gemeinnützigkeit, der Steuervorteil, die Millionen, alles in den Wind. Ich sagte doch, die Vorstellung ist zu Ende. Sarastro kommt! Er kommt! Sarastro kommt! Sarastro kommt! Wir atmen tief, ohne Angst!
er das? Unsinn, das ist sein Anwalt. Sein Anwalt? Mit dem ich verhandelt habe. Mein Bruder verhandelt mit einem Guru, nur über dessen Anwalt? Ja, ja, was für Zeiten, wo selbst ein Gott auf juristischen Beistand nicht verzichten kann. Bitte warten Sie hier. How do you do? Danke. Ich habe... Ihr Klient ist im Flugzeug, dann können wir gleich beginnen. Herr Kollege, wir unterschreiben am besten gleich hier. Ehrwürdige Meister, Eigentümer der Gemeinschaft unter der Lotusblüte, gemeinnütziger Verein, mein Kollege Herr Chopra. Sie wollen verkaufen. Wie schön, wie vernünftig, bitte sehr. Wo bleibt denn der Guru? Seine Göttlichkeit erscheint, wenn alles unterschrieben ist. Übereignung der Gemeinschaft, Übereignung alle Gläubige, Übereignung alle Konten, Vermögen, Geld, alles. Mein Gott, ist der Geriss. Ungewöhnlich für einen heiligen Mann. Er ist Teppichhändler aus einem Basar in Kalkutta. Ja, wie auch immer, los, unterschreiben Sie, dann sind wir gerettet. Das so schnell gelernt. Ach, es ist immer das Gleiche, was die Massen glücklich macht. Bleiben Sie unten, Sie müssen ihm huldigen. Sind Sie verrückt, wieso ich? Sie haben sich und uns an ihn verkauft. And if you don't know the truth or the meaning of life, don't go out looking for it. Look within yourselves. Wenn ihr die Wahrheit nicht kennt und auch nicht den Sinn des Lebens, dann sucht nicht irgendwo, sondern in euch selbst. Die Abfindung. Der Kaufpreis. Einlösbar Ende nächster Woche. Dann ist unser Geld auf seinem Konto. Mein Geld? Abgefunden. Ausbezahlt. Sie verschwinden am besten. Mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Sie waren als Sarastro nicht überzeugend genug. Es zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben.